letzte Woche oder was? Ich glaube, ne? Was? Mach mal eins. Was? Okay. Okay. Also, wir haben es mal kurz abgeklärt. Wir machen den Salz der Woche. Okay, tauschen wir uns gerade gedanklich aus. Was machen wir für ein Thema? Zack. Okay, geile Idee. Machen wir. Mega. Herzlich willkommen bei mir, was der Live TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Björn. Neben mir steht der Christian. Und ja, wir haben ein neues Salz der Woche für euch. Für alle Reef Junkies da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Christian, um was geht's heute? Und zwar hat man oft mal so Phasen, wo es mal nicht so läuft mit Becken, soll vorkommen. Da hat man mal einen Cyano auf dem Sand oder auf den Stein oder man hat mal einen Algenwuchs oder sowas. Ja. Oder auch ganz fies Strudelwürmer. Hatte ich eine ganz, ganz fiese Populationsdichte erreicht. Da wird es dann auch mit Fressfeinden erstmal schwierig und deswegen sollte man erstmal mechanisch ein bisschen helfen, unterstützen. Ne? Ja, ob es jetzt Cyanos sind, ob es Algen sind oder bei mir jetzt die Strudelwürmer. Da haben wir eine Technik entwickelt. Oder was? Entwickelt? Nein, da haben wir eine Technik angewandt. Ja, haben wir eine Technik angewandt, die für uns praktikabel war, weil wir sie einfach jeden Tag machen konnten, ohne dass wir jeden Tag Wasser ansetzen mussten, weil es nervt ja auch voll. Ja, es ist einfach super nervig, wenn ihr solche... Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal wirklich Strudelwürmer, die sehen wir auch gleich im Video. Strudelwürmer, kurz Tubularien heißen die. Es gibt viele verschiedene Dinge, Blattwürmer. Manche sagen auch umgangssprachlich Blenarien, obwohl es eigentlich aus dem Süßwasser kommt, wenn ich richtig bin. Ja, also wie gesagt, gibt es mehrere Begriffe für. Es gibt auch unterschiedliche Arten davon. Ja, kann man Meerwasserlexikon nachlesen. Und das ist immer das Problem, wenn du sie absaugst, wie machst du das? Ja, du hast halt echt immer riesen Wasserverluste, wenn du dann jedes Mal Wasserwechsel machen musst. Genau. Ja, und deswegen seht ihr gleich in unserem Video, wie wir es gemacht haben. Wir saugen quasi oben beim Schlauch ab, gehen aber nicht mit dem Schlauch in den Eimer und schütten es dann weg oder gehen in die Toilette direkt, sondern wir gehen wieder in unseren Kreislauf. Ja. Dann macht es aber überhaupt keinen Sinn. Und deswegen haben wir einen kleinen Kescher ins Technikbecken gehängt. Da legen wir ordentliche Menge Filterwatte ein und klemmen einfach nur unseren Schlauch unten in diese Filterwatte. Und da sammelt sich dann der ganze Dreck. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Christian hat das Ganze netterweise mal gefilmt. Yeah. Und das zeigen wir euch jetzt einfach mal. Ja, Film ab. So, wenn ihr den Schlauch irgendwo festmachen wollt, ist es hilfreich, hier einfach so eine Tesa-Klebelasche dran zu machen. Weil, wenn ich jetzt den Schlauch irgendwo dran klemme, hält er, aber er wird nicht gequetscht. Und so könnt ihr zum Beispiel den Schlauch unten im Technikbecken befestigen. Das zeige ich euch gleich. Jetzt saugen wir erstmal mit dem Schlauch Wasser an. So, wenn ihr den Schlauch jetzt einfach höher haltet, kann gar nichts passieren. Okay? Jetzt müsst ihr hier den Schlauch abknicken. Den könnt ihr hier oben jetzt erstmal nur mit der Klammer befestigen. Jetzt wird er zwar abgeknickt, aber ist ja erstmal egal, weil wir das Teil runter ins Technikbecken hängen wollen. So, wir haben jetzt einfach mal mit der Klammer das Tesa festgemacht und somit ist der Schlauch fest. Und den Schlauch einfach mal hier in unseren Kescher gehalten. Und jetzt fangen wir an abzusaugen. Ja, beim Arbeiten ist uns eine grandiose Idee eingefallen. Und zwar haben wir unsere Futterpipette einfach genommen, haben unser Blasebalg hinten abgemacht und haben den Schlauch da drauf gesteckt. Und jetzt können wir hier schön die Pipette führen. Das kann man natürlich machen, wie man will. Wenn jetzt mal schaut, hingeht, hat man schön die Viecher, die man absaugt. So, und das ist die Ausbeute. Das sind natürlich ein paar Algen dabei. Oder halt Detrius, was halt irgendwo mal in so Löchern irgendwo rumgesupscht ist, wo ich auch reingegangen bin, wenn ich schon dabei bin. Ja, wer jetzt Bock hat, kann die Chemiekeule schwingen. Ich werde es einfach versuchen, indem ich noch ein paar Mal absaug. Der Rest macht so Lippfisch und mein Tankfallenfisch. Alles klar. So, wie ihr gesehen habt, das klappt ziemlich gut, also eine super Idee.
Kurzer Hinweis noch, wenn ihr zum Beispiel Cyanus habt, ja, da muss man aufpassen, weil das sind ja Bakterien, die sind jetzt nicht so grob wie die Strudelwürmer. Das heißt, wenn du die so filterst mit der Filterwatte, dann wird natürlich über das Wasser, was abfließt, trotzdem noch Restbakterien mit rausgehen. Das heißt, idealerweise bei Cyanus gehst du hin und verwirfst das Wasser und schmeißt es weg und machst neues Wasser rein, wenn du es absaugst. Aber immerhin, ich meine, die große Menge von dem Belag, den holst du raus, ja, wenn du jetzt gerade keine Lust hast oder hast gerade kein frisches Wasser angesetzt, ja, dann ist es immer noch besser als nichts. Ja, also dicke Teppiche. Oder auch bei Kugelalgen zum Beispiel, die kann man gut damit absaugen, aber auch die können Sporen verlieren, kann dann übers Wasser wieder zurückgehen ins Becken, aber immerhin besser als nichts. Ja, da würde ich auf jeden Fall die Filterwatte ein bisschen dicker schichten, dann bleibt ein bisschen mehr zurück und öfters währenddessen wechseln. Genau. Ja. Dann habt ihr gute Chancen. Ja, das war unsere Salz der Woche. Nochmal gekriegt, bevor wir wieder Ärger bekommen. Genau, das war unsere Salz der Woche. Wenn ihr die Technik gut findet, gebt doch mal einen Kommentar, ob ihr sie ausprobiert habt oder ob ihr was Besseres habt. Würden wir uns freuen. Dann machen wir Salz. Lasst doch einfach mal wieder einen Daumen da. Ne? Ja. Einen Daumen, was soll denn die Scheiße hier? Mann. teilt das Video an eure Freunde. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind raus. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ahoi. Jetzt wird's aber hackelig. Macht's gut.